Und ja, herzlich willkommen zu Overlord. Wir erstellen ein neues Profil. Wir müssen gerade gucken, wie man hier umbenennt. Und ja, Overlord. Man spielt den Bösewicht auf eine witzige Art. Und ich glaube, ich muss den Sound gleich nochmal neu einstellen. Und ja, ich finde das Spiel eigentlich relativ cool. Stellen wir den Sound noch ein. So, ein bisschen leiser, aber muss ja passen. So, und dann, wir spielen natürlich mit dem Xbox-Controller an einem PC. Und ja, hier steht Overlord Rising Hell. Ich habe eigentlich nur Overlord gestartet. Dann spielen wir direkt das komplette Spiel mit Addon. Und es kommt natürlich Overlord 2 noch. Und ja, wir können da richtig böse sein. Ich spiele auf normal. Und ich würde mal sagen, let's go. Und schau mal, was hier so abgeht. Ist es? Reibt dem Säure in die Augen, damit er wach wird. Ah, Säure! Meister, das Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Und ja, wir sind so eine Art, da haben wir jetzt Sauron-Verschnitt. Ich bin Gnarl, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Das höre ich ja gar nicht, warte mal, das höre ich ja gar nicht. Das höre ich ja selber noch nicht mal. Ja, die Musik kommt ein bisschen leider, ne, ja. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Oh, das ist ja richtig optimiert. Seht euch die bösen Gesichtlein an. Bereit, auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ich gehe direkt ins Thronsaal, weil ich kenne ja ungefähr das Spiel. Ich habe das Spiel damals gespielt zum Release. Aber ich habe das Spiel. Halt dein Maul, Mann. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. Und das werde ich jetzt in Let's Play nachholen. Ich werde das Spiel durchspielen. So wie Overlord 2 habe ich einmal mal gestartet und noch nie durchgespielt. Aber die Steuerung ist relativ simpel. Man weiß ungefähr, was man machen muss. Und deswegen spielen wir überspringen wir das Tutorial. Ich finde das nicht gut, dass du mir mal reinredest. Ich möchte keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Warte mal, das gefällt mir mit dem Sound irgendwie nicht. Entschuldigung, dass ich ja so viel einstelle, aber es gefällt mir mit dem Sound nicht. Ihr seid der neue Overlord. Ja! Den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Kein Problem. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand.
ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Also wir müssen erstmal den Turm wieder aufbauen, anscheinend dann das Gute besiegen. Und dann brandschatzen und morden wie sonst was. Ich bin mal gespannt, wie es genau jetzt alles klappen wird. Das ist aber auch schon lange, dass ich das gespielt habe. Wir haben 2015, Leute. Ah, ihr habt das Tode Schritten, Herr. Naja. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braun rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Na, können wir machen. Guck mal, hier ist nochmal eine ganze Waldmaus. Kann man hier irgendwo lang schon? Naja, muss das Tor erst runter. Beziehungsweise die Brücke. The Brücke auf Doom, 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 Doom. Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Meister zurück, um weitere zu rufen. Ihr müsst eure Armee aufbauen, Herr. Ruft am Tor weitere Schergen herbei. Ist ja gut. Wir können dann halt die Kleinen hier befehligen und so. Gut, Herr. Schatz, hier. Und die Dinger, wenn du länger den mitnimmst, die fällen auch. Wir nicht weiter, aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule. Die finden dann halt einzeln so. So, Mann, halt die Stauze. Die finden halt Items und so und die rissen sich dann später auch auf. Sie aber können auch immer nur Gras, so lange bis sie getötet werden. Du willst mich ärgern, oder? Ne? Bitch. Greif die doch an! Ich wollte gerade sagen, wo sind denn meine Schergen hin? Die Flachzangen. Hey, die Kamerasteuerung ist ja ein bisschen bescheiden, ne? Dumme, nutzlose Kreaturen! Naja. So, dann gehen wir mal. Wo können wir denn hier lang? Töten, morden! In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürlich Dinge zu töten. Ja, die Kamera ist ein bisschen, ich weiß nicht, die ist ein bisschen komisch. Mit den Xbox-Controller. Ja, wir gehen ja schon hier durch. Wir gehen ja schon hier durch. Wir gehen ja hier durch. Wir gehen hier durch. Wir wollen doch nur durch, durch, durch. Ich bin ganz durch. Ganz durch. Oh! Halblinge haben meine Farm übernommen, haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Ja, habe ich gemerkt, geht nicht kaputt. Ich meine, die konnten auch aus Kürbisse irgendwie sowas machen, dass die ja. Ja, die konnten Kürbisköpfe so. Kürbis. Ah, da sind ja auch welche. Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Hätte ich auch gemacht. Du bist ja. Irgendwie so doof, so, ne?
Meine Farm! Naja, eine zerstörte Farm ist mir lieber als eine, die nach Halbling riecht. Diese Typen würde man sich auch nicht zum Kaffeekränzchen einladen. Das sind elende Tyrannen. Töten! Jetzt hat er's. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Okay, Altzahnmann. Ich bleibe hier. Ich baue meine Farm wieder auf. Vielleicht züchte ich jetzt lieber Gurken. Ja, Gurken reden nicht so viel. Aber sind böse. Man kann hier die Lenke mit den rechten Analogstick. Ich weiß noch nicht, warum ich die Scherge nehmen automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Groß. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Alles zerstören hier, alles kaputt machen. Und ich muss noch nicht mal was machen hier. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Ja. Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Aber warum denn jetzt nicht? Das Turmherz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft mir die Kürbisse aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Wieso soll das Befehl von dir eigentlich annehmen? Ich bin der Overlord. Das sehen wir ein bisschen so. Sind sie alle weg? Die Kürbisse, ja. Schön, vorsichtig! Toll, wir sind extra eine Runde gegangen. Und sehen das dann ja. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Ja, die habe ich nur freigemacht. Was seid ihr denn? Ulf, nicht schwächeln! Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab! Robo, hilf gefälligst beim Tragen! Du nutzlose Eiterbeule! Eiterbeule, Mama! Jetzt können wir auch wieder zurückzwitschen. Ich will noch nicht zurück. Ihr habt das Turmherz gefunden. Kehrt durch das Turmportal zurück, um noch mehr über das Turmherz zu erfahren. Na gut. Wir gehen mal zurück zum Turm, weil anscheinend geht das ja nicht anders. Und dann werden wir die Welt zerstören. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Mann, was haben die denn mit meinen Dingen hier gemacht? Das und sieht seht, aus. Es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Schergen kontrollieren. Ha, und es scheint einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Okay, machen wir. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr. Und sehen, was ihr tut. Kehrt durch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Jo. Findet einen Kram, mit dem ihr den Turm wieder aufbauen könnt. Gut, wir haben 12 Schergen hier. Aber ich würde mal sagen, das war der erste Part von... Euch zum Gruße! Overlord! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Retter des Turmherzes. Mhm.